Ach, guck mal, jetzt guckst du richtig. Du musst ein bisschen mehr Farbe nehmen, dann sieht es ja besser aus. Genau, so wie bei dem Wasser. Das ist so, ich hab's gerade erklärt und die Leute hören mir nie zu. Eine weitere Folge von Schmink mir nach. Diesmal haben wir als Gast hier den Marius. Oh hi, ja. Hier ist auch noch jemand. Okay. Hey, was geht? Puschelt. Ja, ihr kennt den ganzen Spaß, ja? Er denkt sich was aus. Er macht so, ich muss es auch. Ja, ja, du denkst dir irgendwas aus, okay, und erzählst mir, wie ich anmalen soll. Also du malst dich natürlich selber an und beschreibst dabei, okay, was du tust, damit ich dir das nachmachen kann. Und dann gucken wir mal, was gut, du so zauberst. Ich bin so gespannt. Okay, gut, also gut, dann muss ich erstmal gucken, was wir für Farben haben. Natürlich nur die besten Farben. Push-Up Body Paint Farben. Also mach Link in der Videobeschreibung. Kommt immer so vor, als würden wir das immer so extra so sagen. Also sag das mal so, sag das mal so. Haben wir noch nie gesagt, das machen einfach immer alle automatisch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Pastel Blue. Genau, ja, das brauchen wir. Pastel Green, wir sind sehr pastellig unterwegs. Weiß, Golden Green ist ja richtig schön. Das ist richtig schön. Ne? Guck mal, da steht jeder voll, ja, drauf. Jedes Mal kommt die Farbe vor. Gut, so, das sind jetzt erstmal alle Farben, die wir auf jeden Fall brauchen für das Kunstwerk. Das ist ganz wichtig. Ich muss jetzt schon mal sagen, Marius hat einen Plan. Er guckt, dass die Farben zueinander passen. Das ist schon mal. Ach, die passen zueinander. Ja, die passen ja eigentlich gut zusammen. So Pastell. Es ist ja alles sehr grün-blau-lastig. Ne? Guck mal. Okay. Es gibt Leute, die machen das nicht. Die zuallererst. Einfach ein Dreieck ins Gesicht. Halbes Dreieck. Ja. Muss ich da vorher irgendwie Wasser benutzen? Genau. Also okay, die funktionieren so: Man muss einmal den Pinsel quasi in Wasser und dann in die Farbe und so ein bisschen rühren. Das ist auch ein Tipp für die Zuschauer. Ich sehe mich ganz oft, dass Leute die manchmal falsch benutzen. Ihr müsst so ein bisschen an Wasserfarben denken. Ne? Wenn man ins Wasser geht und in eine Wasserfarbe einfach so ein bisschen reingeht und dann anfängt zu malen, dann ist sie ja nicht so schön deckend und pigmentiert. Deswegen, wenn man so ein bisschen sich so eine kleine cremige Masse anrührt und dann malt, dann wird das optimal. Guck mal, hast direkt schon was gelernt. Habe ich direkt was gelernt. Perfekt. Okay, dann nehmen wir jetzt mal das Wasser. Oh, jetzt habe ich tatsächlich eine Idee. Ist ja mal. Okay, wir fangen dafür mit dem Plan, fangen wir mit dem Pastel Blue an und nehmen den fetten blauen Pinsel. Nehme ich jetzt einfach die Farbe, dann machen wir so eine wellenförmige Linie bis so knapp unter der Nase. Also wie so ein Bart? Nee, wie so ein Wasser, quasi so eine... Man sollte meinen, ich könnte es bei meinem Videos Leute erklären können, aber hey, nee. Hier quasi von deinem Ohrläppchen zum anderen Ohrläppchen. Von welcher? Achso, einfach so, als würde ich mein Gesicht unterteilen quasi. Genau, in Wasser und nicht Wasser. Okay. Dann malen wir einfach alles, was da drunter ist, blau. Auch setzen das, setzen das unter Wasser. Kann man das irgendwie die Lippen machen oder ist man du kannst tot? Das auch. Nee, nee, dann stirbt man. Oh, achso, okay. Also pass auf, wenn du ein bisschen davon in den Mund kriegst. Ach, guck mal, jetzt guckst du richtig. Ich muss ein bisschen mehr Farbe nehmen, dann sieht es so besser aus. Genau, so wie bei dem Wasser. Das ist so, ich hab's gerade erklärt und die Leute hören mir nie zu. Ja, das war's. Sehr gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Dann machen wir jetzt mal weiter. Und zwar mit Weiß. Lass uns mal so knapp so an den Schläfen, auf Augenhöhe, so Wolken hinmalen. Oh, ich habe mich meine Haare angemalt. Also ein bisschen auch auf die Stirn? Oder? Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Das heißt Wolken, so kleine Schäfchen Wolken? Ja, genau. Wie die ein Vierjähriger malen kann. Weil ich kann nichts anderes. Ich war in Kunst furchtbar schlecht. In dem Moment, wo die Kunstlehrer aufgehört haben, mein Bild zu malen, war ich auf einmal scheiße. Vorher bin ich mal hingegangen, ja. Könnt ihr mir helfen? Und dann malen die das einfach. Genau. Genau, dann machen wir noch ganz wichtig so einen weißen Tupf auf die Nasenspitze. Ja. Das ist später essentiell. Einfach nur so ein kleines? Nee, schon so groß, dass die ganze Nasenspitze einfach weiß ist. Okay. Genau. Dann machen wir immer kleiner werdende Punkte, die ganze Nase hoch. So runde Pünktchen einfach? Ja, ja, genau. Sieht ja richtig süß aus. Jetzt geht's weiter. Ja. Wir brauchen aber eine neue Farbe. Und zwar, Silver. Und da nehmen wir so einen feineren Pinsel. Ja. Und malen jetzt auf die Wasseroberfläche kleine Schiffe. Ah, oh, das ist cute. Was für Schiffe? Ich male gerade so einen Tanker mit so
Schornstein dran. Okay. Meine zeigen jetzt beide zur Nase hin mit dem, wo die nach vorne fahren. Wie heißt das? Okay, das hier habe ich auch automatisch gemacht. Okay, gut. Wir sind connected. Wir sind richtig connected hier. Als nächstes nehmen wir jetzt die beste Farbe, das Golden Green, mit dem dünnsten Pinsel, den du finden kannst. Und dann malen wir unten vom Meeresgrund, wo das Kinn ist, ja, so kleine Algen. Oh, ja. Guck mal, wir sind richtig connected. Wie viele einfach so ein bisschen random. Aber so ein bisschen, dass so ein bisschen lebhaft aussieht da unten. Das sieht nach allem aus, nach allem. Wurdest du schon mal geschminkt irgendwie als Kind so? Ja, voll. Ja, bestimmt, ne? Als was? Ich kann mich dran erinnern, als Löwe. Oh, war ich auch. Dann wurde ich noch als Pirat geschminkt, Bartstoppeln. Dann habe ich mir sogar mal meine Haare blond gefärbt. In der dritten Klasse, so Spray zu meinem ersten richtigen Halloween-Kostüm. Und gerade mal, wer mein erstes Halloween-Kostüm war. Scooter. Ja. Was? Ich hatte sogar so ein Anklipp-Ohrring. Okay, jetzt müssten langsam genügend Algen da sein. Oder ja. Das sind Algen. Komm, Parsi. Das sind Algen. Ja, passt schon. Jetzt kommt der schwierige Part. Mhm. Jetzt brauchen wir nämlich nochmal das Weiß, das Orange und Schwarz. Zuallererst brauchen wir so einen mitteldicken Pinsel. Mhm, hab ich. Wenn das nicht so scheiße aussehen würde, komme ich mir beim Reden fast so vor, als wenn ich wüsste, was ich tue. Und dann malen wir am Kinn so ein Nemo. Cute. Unten am Kinn, unter den Lippen. Das genau könnte auch jeder Fisch sein, wenn es überhaupt ein Fisch ist bei mir. Okay. Nemo. Wie sieht Nemo nochmal aus? Und dann kommen Blubberbläschen von ihm hoch bis zu den Punkten, die bei uns auf der Nase sind. Hat der oben eine Flosse? So eine? Hat der bestimmt, meiner nicht. Okay. So, jetzt mache ich erstmal hier die Luftbläschen. Oh. Die gehen bis zur Ohr hoch zum... Boah, ich will das zu gern sehen. Genau, und die verbinden sich quasi mit denen, die wir schon auf der Nase haben. Ja, der kann so auch aus der Luft atmen. Das ist ein ganz besonderer Fisch. Ja. Ja, weil, genau. Sieht ja aus wie Kriegsbemalung. Ich finde es aber gut, dass Karin, das ist meine Vision, bestimmt richtig gut um. Und dann brauchen wir jetzt die schwarze Farbe und einen recht dünnen Pinsel. Bist du eigentlich so ready? Ich erzähle dir. Ich muss noch hier das Orangstein-Ding machen. Ja, okay, dann kannst spannend. Du ich erzähle einfach mal weiter, ja? Ja, erzähl schon mal, was du deinem Plan hast. Okay, mein Plan ist jetzt, das Schwarz zu nehmen und auf der rechten Backe unten und auf der Mitte zwischen Kinn und Kieferende einen Dreizack zu meine so im Boden steckt. Ah, sehr cool. Welche Farbe? Golden schwarz. Oder schwarz? Schwarz. Der Marius denkt sich jetzt so eine richtige Unterwasserwelt aus. Finde ich gut. Okay, und dann, wir nehmen das Skizzeile. Oh, damn! Ich das sieht besser aus. Ich wollte gerade beurteilen. Also ganz klare, unparteiische Meinung. Okay, also Professionalität, ganz klar, geht an Marius. Dann Carina noch. Ich bin so gespannt. Oh, Alter. Und dann nehmen wir jetzt das Goldene. Ist das Auto? Ja. Dann nehmen wir das Goldene und so einen normal dicken Pinsel wieder. So einen Standardpinsel würde ich meinen. 07er Größe, vielleicht 7,5. Ja. Und mit ganz leichter, man würde sagen, Softstroke-Technik. Malen wir auf der rechten. Softstroke-Technik. Malen wir auf der linken Backe in der Mitte auf Mundhöhe. Mhm. Ein U-Boot. Ein was? Ein U-Boot. Achso, ich ein goldenes ein U-Boot. UFO verstanden. Nein, ein U-Boot. Und das fährt in Richtung des Dreizacks. Das Suchteam, das sucht den Dreizack. So, genau. Warte. Ich bin noch hier, ich fange hier mit dem U-Boot an. Wie groß ist das ungefähr? Das ist ungefähr, ich würde sagen, so ungefähr 2 Inch. Also sieht quasi aus wie so ein kleines Ei mit einem Propeller hinten dran, ne? Ja, und dann ist natürlich noch wichtig, wie alle großen Künstler muss man noch irgendwo unterschreiben, wenn man das einfach im Weiß. Und dann können wir es für ganz viel Geld verkaufen. Ja. Also das Gesicht. Einfach abschneiden. Ich habe eine Unterschrift schon gesetzt und dann machen wir noch eine Sonne, ja? Die kommt. Hast du den Pinsel schon gelb ready? Weil das ist jetzt ziemlich komplex. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass du so lange rührst, bis Blasen kommen. Ja. Boah, du hast richtig was gelernt hier. Und dabei ist besonders wichtig, dass die Blasen viertelstündig gewechselt werden. Mhm. Aber wie groß wird die Sonne so ungefähr? Wie so ein Flaschendeckel? Nö, die eher so Apfel. Apfel? Apfel.
Okay, also. Kommt die in die Mitte, was, der Stier? Was du nicht verstanden hast an diesem Bild, ist, dass es eigentlich kein Meer ist, sondern dass es alles Teil einer Zukunftszivilisation und in einer Art Freizeitpark. Kurz oder lang, die sind alle umweltsparend, die Menschen in Zukunft, und deswegen haben die um eine Sonne rumgebaut. Das sind also kleine Mini-Planeten, um die Sonne drum schweben. Wie bei Mario Galaxy. Und deswegen ist jetzt ganz essentiell, dass wir einmal den Kopf nach rechts drehen, nach links und jetzt nach oben gucken. Und jetzt mal wie die Sonne. Ja. Genauso unten an den Kiefer dran. Einfach so groß, wie du es fühlst. Was ist das? Und das Tolle daran ist, das ist ein Überraschungseffekt, weil du kannst es nicht sehen. Da meine ich die Sonne. Okay. Und dann noch so Sonnenstrahlen, natürlich. Ich sag mal so, warum nicht, ne? Hast du den Himmel irgendwie blau gemacht oder sind da nur diese... Nö, da sind nur die Wolken, weil der Himmel besteht aus Haut. Das ist auf dem Planeten halt so. Oder? Genau, das ist auf dem Planeten halt so. Die mussten die Überbevölkerung loswerden. Ach, krass. Ich würde sagen, wir machen unter die Augen, Augen. Unter die Augen, Augen? Ja, das sind die Überwachungskameras. Die Augen würde ich dann auch entsprechend Überwachungskamera-Flair, also Iris in Rot. Oh, das ist in mein Schiff reingegangen. Wir sagen, das sind Augen. Toll. Das bleibt unser Geheimnis. Lass uns mal so einen Jupiter-artigen Planeten machen, aber mit Ringen. Alles klar. Die Ringe sind übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, waren die gelb. Ja. Soweit ich mich erinnere, hatten die noch einen Mond. Ja. Mit 3 O aber. Und der ist silbern. Ja. Ist der kleiner? Nee, der ist größer tatsächlich. Das funktioniert wegen der Leichtkraft. Ah. Ja. Ja, stimmt, hätte ich fast vergessen. Der, soweit ich mich erinnere, sieht man auch nur die Hälfte von dem, weil der so groß ist. Die andere Hälfte ist quasi im Haaransatz verschwunden. Harald Lesch wird stolz auf mich. Ich weiß ganz genau, so funktioniert Astrophysik. Ich glaube, nach diesem Video kann ich nie wieder ernstzunehmende Wissensvideos machen. Sind in dem Mond eigentlich Maserungen drin oder hast du einfach nur... Nee, die saugen da öfter, deswegen sind die weg. Ich sitze seit 5 Tagen nur vorm Computer. Ich lasse gerade alles raus, was ich angesammelt habe. Ich frage mich auch, was Leute denken, die sonst unseren Kanal nicht kennen, die dann dieses Video... Was denken Leute, die mich nicht kennen? Die sind komplett hängen geblieben. Also ich sag mal so, wer den Marius nicht kennt, der sollte unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Da gibt's noch mehr. Abonnieren. Jetzt abonnieren. Mach eine Explosion, Weintom. Das ist mega cool. Aber eine gute. Okay, was machst du da jetzt noch? Ich bin fertig. Ich bin total zufrieden. Wie siehst du das? Ja, ich find's sehr cool. Wollen wir da mal revealen? Ich bin so gespannt. Ne? Also wir gucken erst nach vorne und wir gucken uns erst an, wenn du... Wenn ich du sage jetzt. Wenn du jetzt sagst. Okay, 3, 2... Okay. Und jetzt. Geil! Bei dir sieht es sogar aus wie ein Fisch, geil! Du hast einen Smiley drauf gemacht. Bei dir sieht es sogar aus wie ein Auge. Was sind das denn für Augen? Das sieht aus wie eine Blume. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Das ist dabei rausgekommen. Die Schimmer sind einfach lost. Ja, das ist einfach die Schattierung sogar hier oben gemacht bei dem Planeten. Voll geil. Weil ich dachte, es ist halt Planet, da müssen wir ein paar Das ist voll geil. Ja, können wir das denn drauf kopieren? Ich finde das so geil, dass jedes Mal, wenn ein neuer Gast da ist, so eine komplett andere Vorangehensweise gezeigt wird und ein komplett anderes Painting irgendwie startet. Voll gut. Sehr schön. Mega. Ja, hat voll viel Spaß gemacht. Ja. Geht das jetzt wieder ab? Nein, voll schade. Ja, es war sehr lustig. Schaut unbedingt bei Marius auf dem Kanal vorbei. Ihr kennt ihn ja alle noch hier wahrscheinlich von den Ju-Videos. Da hast du immer alles gemacht einfach. Ja, die anderen Sachen. Das eine oder andere. War sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Bestellt die Push-Farben. Ja, natürlich. Guck mal, er macht schon wieder freiwillig Werbung. Achso, Die Farben sind scheiße. Abonniert natürlich hier auch.
den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mein Gesicht besser findet. Ja. Also das Gesicht, nicht das Pen. Schreibt's in die Kommentare. Liken, kommentieren für... Ich kenne den ganzen Saus, das ist nicht noch mehr Müll. Tschüss, oder auf mich. Bis zum nächsten Mal.